In diesem Video will ich mal erklären, was der elastische und unelastische Stoß ist. Und dabei zunächst mal zum elastischen Stoß. Und der liegt vor, wenn zwei Objekte aufeinander stoßen und sich dann nach dem Stoß wieder mit getrennten Geschwindigkeiten wegbewegen. Und hier gilt, dass die Impulse vor dem Stoß jetzt gleich die Impulse nach dem Stoß sind. Das heißt, allgemeine Formel, M1 mal V1 ist ja M mal V, also Masse mal Geschwindigkeit, ist ja der Impuls. Das heißt, Impuls des ersten Stoßpartners plus Impuls des zweiten Stoßpartners vor dem Stoß gleich die beiden Impulse nach dem Stoß. Und das ist die allgemeine Formel. Manchmal fallen einzelne Teile weg. Zum Beispiel beim Billard ist es ja so, dass die zweite Kugel erstmal ruht. Das heißt, in dem Fall gäbe es kein M2 mal V2, weil die zweite Kugel keinen Impuls hätte. Aber das ist die allgemeine Formel. Das heißt, beim Billard speziell wäre jetzt einfach nur M1 mal V1, also der Impuls der ersten Kugel gleich M1 mal V1 Strich. Die erste Kugel prallt ja zurück. Also der Impuls der ersten Kugel nach dem Schuss plus M2 mal V2, der Impuls der zweiten Kugel nach dem Schuss. Und auch da gibt es Ausnahmen, wenn zum Beispiel die Massen so beschaffen sind, dass jetzt die erste Kugel stoppt, sich nach dem Stoß nicht weiterbewegt und nur die zweite Kugel sich weiterbewegt, dann gäbe es auch vielleicht kein M1 mal V1. Also da gibt es, das ist wieder die allgemeine Formel, manchmal fällt das oder das weg, aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Und was doch allgemein gilt, dass die Energien gleich sind. Das heißt, die Energien vor dem Stoß und nach dem Stoß, 1,5 V² der beiden Kugeln oder allgemein der beiden Stoßmannes sind immer gleich. Und jetzt zum unelastischen Stoß. Ein Beispiel dafür, wenn ich jetzt mit einem Pfeil auf eine Dose schieße und dann angenommen, der Pfeil durchbohrt jetzt die Dose und fliegt dann samt Dose als ein Objekt weiter, dann wäre das ein Beispiel für einen unelastischen Stoß. Denn unelastischer Stoß bedeutet immer, dass ein Objekt auf ein Objekt stößt, beide Objekte sich dann verbinden und dann als gemeinsames weiter sich bewegen. Und hier gilt die Formel M1 mal V1, also der Impuls des ersten Objektes, theoretisch auch wieder plus M2 mal V2, aber hier nehmen wir an, dass die Dose sich nicht bewegt. Also das Impuls vor dem Stoß gleich und jetzt Impuls nach dem Stoß, hier M1 plus M2, weil sich beide Stoßpartner ja als gemeinsames Objekt verbinden, mal V2, die Geschwindigkeit nach dem Stoß, also die Geschwindigkeit, mit der sich jetzt beide Objekte weiter bewegen. Und hier ist so, im Unterschied zum elastischen Stoß, dass jetzt keine Energieerhaltung mehr da ist. Das heißt, es geht Energie verloren durch Wärme, Verformung. Zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel, wenn ein Pfeil die Dose durchbohrt, geht ja auch Verformungsenergie verloren. Dadurch ist noch entsteht oder Reibung, da geht Energie verloren. Und jetzt noch ein anderes Beispiel vom elastischen Stoß wäre zum Beispiel, wenn man zwei Autos hat und ein Auto fährt auf ein anderes Auto drauf und dann bewegen sich beide Autos jetzt weiter, wäre auch ein anderes Beispiel für einen unelastischen Stoß. Und ja, das mal zu den beiden Stößen. Dazu kann man auch viele Aufgaben rechnen. Man kann diese Formel nehmen und man kann noch die Formeln der Bewegungsenergie benutzen und dann da noch Aufgaben rechnen. Das will ich mal in den nächsten Videos erklären. Und das war es dann damit zu diesem Video.